Hallo zusammen, ich bin heute hier am Standort St. Clemens Hospital hier in Geldern. Das Thema Corona ist ja nicht vorbei, wie Sie ja alle wissen. Und wir haben ja auch im Kreisgebiet die Variante der Omikron bekommen und die ist auch schon nachgewiesen worden. Aktuell noch nicht in Geldern, aber in anderen Kommunen ja im Kreis. Und da wir ja auch in sozialen Medien gelesen haben, dass viele sich Sorgen machen und fragen, ist die Versorgung denn im Krankenhaus noch sichergestellt, hat sich heute Herr Dr. Bockelmann kurz Zeit genommen vom Krankenhaus hier, um mal kurz die Einschätzung zu geben, wie die Lage hier bei uns in Geldern ist. Hallo erstmal. Hallo. Ja, wie ist denn die Situation im Moment bei uns in Geldern? Es ist nach wie vor so, dass die Pandemie uns vor Herausforderungen stellt. Wir sind sowohl personell, inhaltlich, logistisch und was alles Ressourcen angeht, sicher angespannt. Wir haben unser Elektivgeschäft weitestgehend runtergefahren. Es sind die planbaren Eingriffe, die haben wir verschoben. Wir behandeln nur noch Tumorpatienten, Patienten mit Schmerzen und die dringliche Eingriffe brauchen, um für die Notfallversorgung zur Verfügung zu stehen. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Ich hatte gesagt, dass uns die Pandemie vor Herausforderungen stellt, aber so schwere Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, hatten wir tatsächlich noch nie. Aktuell behandeln wir über 30 Corona-Patienten hier im Krankenhaus. Das ist im Vergleich zur dritten Welle eine Steigerung von 10 auf 30. Und wie viele sind davon auf Intensiv? Aktuell haben wir 2 Intensivpatienten. Das sind beides sind ältere Herrschaften. Okay, Sie haben es zwar gerade schon gesagt, aber ich frage nochmal ganz konkret nach. Die Notfallversorgung, also wenn jemand einen Notfall hat oder so, das ist alles sichergestellt? Genau. Alle unsere Maßnahmen zielen darauf hin, dass wir für die Notfallversorgung zur Verfügung stehen. Wir haben, wie gesagt, die planbaren Eingriffe verschoben, um dafür zur Verfügung zu stehen. Wir treffen uns im Moment wegen der angespannten Situation tatsächlich täglich im Krisenstab, um die neuesten Zahlen zur Kenntnis zu nehmen und darauf zu reagieren. Machen aber leider eben auch die Erfahrung, dass manche Situationen entstehen. Also man hat um 8 Uhr man hat um 8 Uhr eine Situation, die dann um 14 Uhr schon komplett anders ist. Ja. Und darauf ziehen alle unsere Maßnahmen hin. Das heißt, die Situation ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, sehr angespannt, aber wir kämpfen. Und das ist halt einfach so, dass in schwierigen Zeiten man auch durchaus ja sieht, was in einem drinsteckt. Und in dem Zusammenhang bin ich wirklich stolz auf unsere Mitarbeitenden, die hier wirklich alles aus sich rausholen und die Versorgung sicherstellen. Okay, das finde ich super, dass Sie das auch nochmal sagen, dass wir wirklich stolz sein können auf die Kolleginnen und Kollegen hier, die das natürlich alles aufrechterhalten. Eine Nachfrage dazu, geboostert wurden die Mitarbeitenden auch schon, ne? Richtig, wir haben letzten Freitag einen Booster-Tag gehabt und morgen erneut. Das heißt, wir haben das Angebot an die Mitarbeitenden gemacht, sich boostern zu lassen und wollen jetzt eben auch, weil wir noch ein bisschen Impfstoff übrig haben, gilt das Angebot eben auch an Angehörige der Mitarbeitenden, die sich dann morgen boostern lassen können. Ja. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Schritt aus der Pandemie heraus. Genau, okay, danke schön erst schon mal dazu. Boostern war ja das Stichwort zum Schluss nochmal. Sie haben sicherlich gemerkt, dass die Impftermine auf der Kreisseite fast alle weg sind. Sie müssen immer noch mal regelmäßig nachsehen, weil täglich wirklich Stornierungen auch reinkommen von den Impfterminen und dann werden immer wieder neue freigeschaltet. Wir haben heute in der Gesundheitskonferenz mit dem Kreis darüber gesprochen, es werden jetzt kurzfristig noch weitere Termine eingestellt. Da kommt Anfang der Woche auch eine entsprechende Pressemitteilung des Kreises. Gleichzeitig ist ja das Impfen der 5- bis 11-jährigen Kinder ja in Aussicht gestellt worden. Ab dem 17. ist es hier geplant. Auch dazu kommt dann nächste Woche eine entsprechende Info. Es werden Termine angeboten werden, auch noch dieses Jahr, auch noch rechtzeitig vor Weihnachten. Und ich glaube, Herr Dr. Bockelmann hat schon gesagt, die Lage ist wirklich nicht ganz einfach. Ja, und Sie kennen alle Regeln. Bitte, wenn Sie sich noch überzeugen lassen, sich doch impfen zu lassen, tun Sie das. Auch die Erstimpfungen sind natürlich weiterhin möglich und sind natürlich auch besonders gewünscht, ja auch vom Kreis und auch von uns. Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute, einen schönen dritten Advent und dann bis nächste Woche.